Willkommen zur 15. Custom Bike Show in Bad Salzuflen. In 4 Messehallen zeigen am ersten Adventswochenende über 300 Aussteller alles rund um die Individualisierung von Motorrädern. Die größte Messe für umgebaute Motorräder ist europaweit bekannt. Und deshalb herrscht bereits bei der Eröffnung am Freitagnachmittag großer Andrang. Die meisten kommen natürlich wegen der vielen Custom Bikes. Schöne Motorräder zu gucken. Alles was schön ist. Und ich glaube, alles ist schön hier. Wir kommen extra aus Holland hier hin. Ja, mal gucken, was so an Trends da ist. Umbauten, Neuigkeiten. Genau. Ja, das ist geil hier, ne? Man kann hier viel gucken, Ersatzteile und so weiter. Schon cool. Faszinierend ist immer das Event als solches. Ich wollte nach 30 Jahren auch mal ein Motorrad kaufen, hab's dann schnell gemacht und jetzt guck ich mal, was ich draus machen kann. Benzin, was sonst? Ja, die Bikes sind die geil. Bikes und die ganzen Umbauten. Neben den Ausstellern ist natürlich die Bike Show ein großer Besuchermagnet. An die 300 einzigartige Custom Bikes verschiedenster Couleur sind hier ausgestellt. Vom Holzmoped bis zum High-End-Schweden-Chopper. In 18 Kategorien nehmen alle Teilnehmer an der internationalen Meisterschaft für Custom Bike Building teil. In Sachen Motorräder hat sich die Messe in den letzten Jahren verändert. Wo früher hauptsächlich umgebaute Harleys zu bestaunen waren, sind jetzt Hersteller aller Marken vertreten. Schwerpunktmäßig BMW. Viele der alten Gummikühe werden zum Coffee Racer umgebaut. Und überhaupt wird heutzutage alles umgebaut, was in den 70er und 80er Jahren angesagt war. Viele Umbauten gibt es aber auch bei den großen Harley-Händlern wie Thunderbike, Harley Frankfurt und Harley Bielefeld. Auch Christoph vom Würzburg Village hat einen großen Stand mit neuen Motorradumbauten. Ja, wir haben dieses Jahr sehr viel Neues dabei. Wir haben eine 2 FXR dabei dieses Jahr. Komplett anderer Stil. Die eine haben wir Tankverlängerung, eichenes Heck gemacht. Komplett Umbau von Auswurfanlage über Luftfilter, über Griffle und der Deckel von Würzburg Village, Bellschutz. Alles Mögliche haben wir da wieder gemacht. Also wir können aus der neuen FXR alle Stilrichtungen machen. Wir haben eine dabei zum Beispiel mit einem Fatboy-Tank. Es ist ein wunderschönes Custom-Bike, wenn man ein bisschen was umbaut dran. Wir machen jetzt eigene Kleinteile, so wie Abdeckung von der Bremse, von der Kupplung, Motordeckel, Primärdeckel, überall Eastside, Würzburg Village drauf. Bei Würzburg Village ist ein Umbau eigentlich verhältnismäßig günstig. Bei unseren Umbauten passt Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall. Ist eigentlich ein Komplettumbau für 10.000, 12.000 Euro, wo wir umgebaut haben. Man kann sehr viel draus machen aus den 12.000 Euro zum Grundpreis vom Motorrad. Und also es ist ein Motorrad, wo wirklich komplett verändert ist. Hat nichts mehr mit der Stange zu tun. Auch die von HDWV gebauten originalen Easy Rider Filmbikes sind noch einmal ausgestellt. Ja, wir nehmen sie jetzt zum letzten Mal leider mit. Das 50 Jahre Easy Rider geht zum Ende hinzu. Wir haben jetzt Dezember, also diesmal haben wir sie also wirklich das letzte Mal dabei. Und dann wissen wir nicht, was wir mit tun, entweder verkaufen oder ob sie bei mir im Wohnzimmer stehen dann. Vielleicht findet sich ja noch ein wohlhabender Sammler. Chicken und Frankie drehen nun einmal eine Runde, um sich umzusehen. Das wäre was für dich, Frankie. Ja, für dich vielleicht. Da kannst du nicht umfallen. Das ist genau was, wo du, das gefällt dir doch, oder? Ganz in Ordnung. Schöner Eisenkopf-Sporty. Wunderschön. Was steht da drauf? Freeze-Water. Freeze-Water. Sehr schön gemacht, ja. Ja. Verrückt, oder? Wasserdampf. Wasserdampf, ja. Ich kenne diesen Wasserdampf. Ja. Aber wenn du da auf die Fresse fließt, passiert da erstmal nichts. Das stimmt. Da passiert erstmal nichts. Wir haben hier den Stand in der Ecke hin. Ne? Ich habe die Easy Rider Motor dann nochmal dabei. Ja. Das letzte Mal jetzt. Ja. Und ne, wir bauen jetzt gerade was für Abu Dhabi. Da bauen wir jetzt was Verrücktes. Ja. Da sind wir jetzt gerade dabei. Highlight auf der Messe ist das European Biker Build-Off.
Bereits seit 2007 treten jeweils zwei Teams mit Showbikes gegeneinander an. Dieses Jahr Maxxance aus der Schweiz und SS Cycles aus Deutschland. Nach dem Startzeichen haben die Teams 3 Tage Zeit, um live vor den Messebesuchern ein Custom-Bike fertigzustellen. Also ich würde jetzt mal sagen, wir fahren uns direkt mit erst mal gucken, dass die hier schon spannend sind. Ja, die nächsten Stunden ist wahrscheinlich erstmal, dass beide ihren Motor in den Rahmen stecken. Wir haben 2 völlig unterschiedliche Konzepte. Von Maxxance haben wir einen Starrrahmen, selbst konstruierten Starrrahmen, wo nur das Heckteil von Harley-Davidson stammt. Das Lustige ist, bei SSC auch ein komplett selbst konstruierter Schwingrahmen, wobei die Schwinge auch von Harley-Davidson stammt. Den Maxxance-Motor haben wir schon gesehen, ein alter Harley-Davidson-Motor. SSC, lassen wir uns gleich mal überraschen, was für ein Motor da drin ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass beide Motoren heute noch reinkommen und dann sehen wir vielleicht so ein bisschen, in welche Richtung das geht bei den Motorrädern. Auf jeden Fall 2 völlig unterschiedliche, wahrscheinlich sehr, sehr coole Oldschool-Projekte. Ja, wir bauen einen Schweden-Shopper, das so viel kann ich verraten, nach der SSC-Norm sozusagen, also wenig sichtbar, wenig dran. Man wird am Schluss sagen, ist denn der überhaupt schon fertig, weil gar so wenig dran ist. Aber es ist fertig dann und es wird funktionieren, nehme ich an. Aber lasst euch überraschen, wird eine schöne Sache. Was man hier schon sehen kann, ist, es geht um ein relativ altes Motorrad. Das ist, der Motor ist aus den 20er Jahren, ist ein Harley F-Head-Motor, ein 2-Cam Racing-Motor eigentlich, der ein bisschen modifiziert wurde. Und ja, der Rahmen ist Marke Eigenbau und ihr werdet sehen, was es daraus gibt. Wo findet der Huber Verlag eigentlich die Bike-Builder-Teams? Wir machen uns Gedanken, wer das wuppen kann. Wir fragen dann an und wir waren unheimlich froh, als wir die beiden zusammengebracht haben. Es war tatsächlich so, dass der Steve dann zugesagt hat, als wir ihn den Gegner genannt haben. Hat ihm unheimlich gut gefallen. Hat er gesagt, diese Leute können was, ich kann was, da trete ich gegen an. Der alte Harley-Motor ist sehr speziell. Wir haben einen Motor aus dem, also vom Stil her 1928. Hat es so nicht gerade gegeben, also vor allem mit 2 Vergasern. Normalerweise ist es klassisch mit einem T-Manifold, geht das zusammen. Das ist jetzt eine Spezialanfertigung, JD Jugs aus Australien. Hat jetzt so wie er da steht 1380 Kubik. Hoffen wir, dass es so läuft. Ich bin jetzt schon nervös. Oldschooler Steve und sein Team sorgen mit ihrem Motor für eine Überraschung. Ja, es ist eine Überraschung. Ich habe aber eben schon zum Horst gesagt, da passt niemals da vorne an diese Motorhalterung von dem Single Down Tube. Das erinnert mich an früher, weil ich bin ein alter CB750-Mann. Die CB750 vor war mein zweites Motorrad und das habe ich heute alles noch, das Material. Und dass da kein Harley V2 reinkommt, bei dieser breiten Aufnahme, das war mir klar. Freut mich aber umso mehr, dass ja der Kultmotor dieser Welt, ja, der 1968 alles, aber wirklich alles umgestülpt hat, was die Motorradindustrie und die Spaß- und Freizeitindustrie, was Motorräder angeht, ausgemacht hat. Voll geile Überraschung hier. Der Motor schaut ziemlich neu aus. Der ist uralt, aber wirklich neu gemacht. Wir haben den zerlegt, komplett neue Innerei. Alles gemacht. Und wir hoffen, dass er läuft. Wir werden sehen. Ich habe mich zurückerinnert, vor 40 Jahren habe ich mit dem Projekt aufgehört und haben uns zurückerinnert und jetzt machen wir einfach mal weiter mit dem Ding. Eine tolle und noch nie dagewesene Idee. Denn dass BBO vor 2 Jahren mit dem Elektromoped gegen Harley Würzburgs High-End Custom war ein absolutes No-Go. Szenemoderator Frank ist angenehm überrascht. Du, absolute Überraschung. Als ich den Rahmen gesehen habe, ich sag mal mit dem Harley-Schwingrahmen-Heckteil, mit dem selbstgemachten Teil vorne, so ein bisschen Schweden-Style, dachte ich natürlich auch, da kommt ein Harley-Motor raus. Aber nee, total geil.
schöner Honda-Motor aus den 70er Jahren, einer der letzten von der Serie. Total coole Geschichte. Und auch bei McSens, super seltener Rennmotor aus den 20er Jahren von Harley-Davidson. Also ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen, wo ich gesagt habe, ich freue mich richtig auf dieses Biker-Bildorf und mal gucken, was für Überraschungen die Leute noch für uns in der Tasche haben. Inzwischen sind Chicken und Frankie beim Stand von BMW angekommen, die ebenfalls mit einer Überraschung aufwarten. Zum einen mit dem Prototyp R18-2 und der schon vorgestellten R18. So, wo ist die neue BMW Destiny? Die hat wahrscheinlich nichts mit dem Originalmotorrad zu tun, jetzt, was da steht, ne? Der Prototyp, das ist ja wahrscheinlich am Original nicht viel dran, ne? Schönes Motorrad natürlich, aber mit langen Beinen hast du da richtiges Problem, ne? Ja. Weil Vorverlegte geht nicht, ne? Kannst du die Füße auch betrupflegen. Ganz im Osten gab es mal vor 50, 60 Jahren ein Motorrad, das hieß Abo. Da haben sie es abgekupfert. An alte Zeiten erinnert die Sonderausstellung halbstark. Namen wie Kreidler, Zündapp und Herkules erinnern viele Besucher an ihre wilde Jugend. Natürlich dürfen auch namhafte Reifenhersteller wie Avon mit ihren neuesten Produkten auf dieser Messe nicht fehlen. Wir haben jetzt neu Trackrider in den neuen Größen für die 1250er GS BMW. 120, 70, 19, 170, 60, 17 mit Speedindex 240. Das ist einer der ersten Grobsteuer, die 240 laufen. Brauchst also keinen M&S-Aufkleber mehr. Wir werden dieses Jahr ein bisschen mehr für die Rennszene machen. Jetzt haben wir als Neues den 3D Ultra Sport. Der ist ersetzt praktisch durch den neuen Evo. Das ist ein Reifen für einen sportlichen Fahrer, zum Beispiel für Trackdays, für Veranstaltungen. Der Reifen für die Straßenzulassung, der neue, hat Multi-Compound-Gummimischung. Das heißt, Mitte hart, außen weich, hat Silikaanteil. Die Sportausführung, der Extreme, hat keine Multi-Compound, normale Gummimischung. Ohne Silika, weil für die Rennstrecke kannst du sowas nicht fahren. Des Weiteren haben wir den Spirit SD. Der hat letztes Jahr die Freigabe bekommen für die Kawasaki H2, für die neue. Direkt von Kawasaki. Der Reifen ist unwahrscheinlich hochgeschwindigkeitsstabil. Das ist unser Sporttourenreifen. Haben wir für 80% aller Sporttourer haben wir diesen Reifen. Auch mit Bescheinigung. Bei der Gelegenheit kann sich gleich der neue Außendienstmitarbeiter Dennis vorstellen. Ja, ich bin aktiv seit 9 Jahren auch in der Szene unterwegs. Bin früher bei einem großen deutschlandweit bekannten Customizer gewesen. Und muss mich jetzt natürlich auch ein bisschen mit anderen Bikes beschäftigen als nur die Sachen, die wir hier auf der Custom-Bike-Messe sehen. Bin aber echt gespannt drauf. Und als gelernter Zweiradmechaniker ist es auch halt echt ein großer Spaß in ganz Deutschland, in die Werkstätten reinzugucken und mit den Leuten zu sprechen und sich auch anzuhören, was die halt auch in anderen Segmenten für Ansprüche daran haben. Die Customizer sind zwar weniger geworden, aber es gibt sie noch. So wie No Limit Custom. Der V-Rod-Spezialist produziert neuerdings CNC-gefräste Aluminiumteile für Harleys FXDR-Modell. Für die FXDR hat auch Pencil Bikes etwas ganz Neues im Angebot. Also wir haben jetzt eine neue Schiene und zwar nennt sich das Ganze Carbonized. Wir stellen jetzt Carbon-Teile her für Harley-Davidson. Das ist aktuell für die Milwaukee 8 Motoren. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Projekt gemacht, das ist für die FXDR. Das ist jetzt das größte Teil nur aus Carbon gefertigt. Das heißt, die Maschine ist radikal jetzt mal umgebaut. Das heißt, es ist in Zusammenarbeit mit Carbon-Siegel. Die Maschine ist jetzt abgespeckt, das heißt 50 Kilo leichter wie original. Carbon sind verbaut, das Monocoque, das über den Tank drüber geht, als Sitzbank extra noch dabei. Dann die Schwinge hinten ist aus Carbon, der Fender hinten ist aus Carbon, die Auspuffhülle ist Carbon. Die Abdeckung für die Hitzeschutzabdeckung ist auch Carbon. Ja, so einiges. Rockerboxen aus Carbon, Primärabdeckung aus Carbon, alle Deckel mit dazu. Das heißt, wir haben die Maschine wirklich abgespeckt, um wirklich einen Jäger zu machen aus einer Maschine, die es wert ist.
Ab heute ist das Ganze offiziell. Das heißt, Pencil Bikes vertreibt jetzt Carbonized als neue, sag ich mal, Marktlücke, die es für Harley so in der Art noch nicht gab. Am Stand von Harley-Davidson Frankfurt erkennt man einen neuen Stil an den umgebauten Bikes. Diners mit hoher Dragbar und Verkleidung. Clubstyle ist im Moment ein Wahnsinnstrend, kommt direkt von Amerika. Sons of Energy hat es entfacht damals, vor 10 Jahren, wie die Serie gekommen ist. Es sind also Diner-Modelle mit Verkleidung. Super geile Sache, finde ich total toll, total schön gemacht. Ist ein Trend, wo bei uns bestimmt rüberschwappt und jetzt bestimmt sehr viel verkauft wird. Auch der Chopper scheint wieder im Trend zu liegen, wie man in der Bikeshow erkennen kann. Aber die Langgabler waren sowieso noch nie ausgestorben. Liegt auch die Müller Motorcycle AG mit ihren Produkten. Also wir haben seit 2018, seit die neuen Modelle da sind, unsere Kernartikel ein bisschen erweitert. Unter anderem den verstellbaren Tieferleger für Milwaukee 8 Modelle. Da sind wir auch die einzigen aktuell auf dem Markt, die so ein komplettes Umrüstkit anbieten. Der Dämpfer wird nicht zerstört bei der Montage, wie es andere oftmals machen, sondern man tauscht die originalen Komponenten gegen unsere aus, kann das Fahrwerk bis zu 40 mm tiefer liegen, stufenlos. Die Härteeinstellung bleibt gegeben. Bei der Variante MP1 mit dem Handverstellrad kannst du ganz normal wieder die Härte mit dem Stellrad verstellen. Bei der Variante MP2 kann man mittels Hakenschlüssel die Härte des Fahrwerks einstellen. Der Komfort beim Fahren bleibt also gegeben. Für welche Motorräder gibt es das alles? Für alle Bikes mit diesem Monodämpfer drin, also keine Touring-Modelle, mehr die ganze Softail-Familie. Also unter anderem Breakout, Softail Deluxe, Heritage Classic, Fatbob, Streetbob, Lowrider, Softail Slim, also alles, was in die Softail-Familie mit dazugehört. Genau. Letztes Jahr vorgestellt, hier bei der Custom Bike Show in Bad Salzuflen, unsere neue Hydro Clutch. Diese passt für alle Milwaukee 8 Modelle. Das ist die logische Weiterentwicklung zu unserer Power Clutch, der Kupplungserleichterung für alle Bautenzugkupplungen. Die Hydro Clutch ist für alle Milwaukee 8 Modelle mit hydraulischer Kupplung. Wir schaffen eine Erleichterung um volle 45% gegenüber dem originalen Ist-Zustand. Und auch bei großen Motoren mit 144 Kubik-Inch und harten Kupplungsfedern funktioniert die Power Clutch auch einwandfrei. Und die Hydro Clutch ist unsichtbar montiert, wartungsfrei und hält ein Leben lang. Hier haben wir die Hydro Clutch verbaut und wie gesagt, durch die Erleichterung schaffen wir es sogar, die Kupplung mit einem Finger zu ziehen. Ja? Also wir sagen immer, das ist die Servolenkung für die Finger, gerade im Stau, im Stadtverkehr oder wenn man stundenlange Passstraßen fährt und permanent die Kupplung betätigt, ja, ist es doch eine Wohltat für die Hand, wenn man lange unterwegs ist. Ja, wir sind natürlich immer am Schauen, was man am Markt noch anbieten kann. In der heutigen Zeit wird es natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil es gibt ja fast schon alles. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Unsere Kernkompetenzen liegen einfach im Bereich von den Tieferlegungskits und die Kupplungserleichterungen. Und da werden wir auch langfristig schauen, dass wir hier unser Sortiment erweitern, wenn Bedarf besteht oder wenn neue Modelle kommen. Neue Modelle gibt es auch bei Indian Motorcycles. Was gibt es Neues zu berichten? Natürlich als allererstes erstmal hier einen wunderschönen Umbau. Die Hastings Flaming Buffalo, zu Deutsch der eilig brennende Büffel. Eine absolute Kampfansage momentan. Sehr schöner Entwurf von einem holländischen Kollegen, Luc Muis. Alles aus dem Kopf erdacht, in mühevoller Kleinarbeit zusammengebaut. Natürlich hier auf der Custom Bike 2019 das Highlight, was wir setzen. Aber wir können gleich gerne mal so ein bisschen rumgehen und ich zeige dir ein bisschen was. Ja, was wir hier haben, ist ganz neu für 2020. Ein Update in der FDR-Familie, die FDR 1200 Rally. Oldschool Look, moderne Performance, das heißt Oldschool, klassisch, Scrambler-Optik mit den Speichenfelgen, mit einer matten Lackierung, mit dem Warbonnet drauf. Ab Januar beim Händler erhältlich. Ja, ganz neues Programm, die Indian Challenger für 2020. Challenge everything, also stell alles in Frage, was du im Zusammenhang mit amerikanischen Motorrädern kennst. Was wir hier haben, ist einmal die Wiedergeburt des sogenannten Power Plus Motors.
ein ganz neuer Motor im Programm bei India Motorcycle. Ein Vierventiler, 108 Kubik-Inch mit 170 Newtonmeter, umgerechnet 125 PS, setzt das Ding in der Klasse absolute Maßstäbe. Was wir hier haben, ist ein absolut sensationeller Umbau von unserem Händler Indien Stuttgart aus Altbach in der Nähe von Stuttgart. Das ist die FDR 1200 Martini Design, extra gebaut für das Glams Egg 101 dieses Jahr. Das erste Mal auch dort live präsentiert und jetzt hier mal für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Marke Indien schreibt jetzt schon Geschichte. Die Geschichte der Marke Indien ist wie ein Buch in zwei Kapiteln. Das erste Kapitel von 1901 bis 1953. Danach gab es verschiedene Versuche, sich wieder einzuschreiben in die Geschichte. Interessant wird es eigentlich erst beim zweiten Kapitel ab 2013, als eine Firma namens Polaris Industries ins Spiel kommt und die Marke Indien wieder dahin gebracht hat, wo sie hingehört, nämlich auf die Straße. Auch in Sachen Customizing gibt die Marke richtig Gas. Sven Naber von NH Power hat einen Custom-Rahmen entwickelt. Da ist Indien-Händler Markus sehr interessiert. Servus. Moin, Markus. Und? Als bestens. Ja. Wie alle Jahre auf der Custom Bike. Ja. Wir sind ja schon seit 10 Jahren dabei. Was hast du da gebaut? Ja, wir haben jetzt mal was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir dachten also, dass wir mal auf Basis nach Indien Rotmasse 2017er unter Verwendung des Original Steuerkopfes einen Doppelschleifenrahmen entwickeln. Der ist also ermöglicht, ein Custom Bike in Form eines Couple Racers auf die Beine zu stellen. Und den ganzen Motor, also das, die Elektronik, die bleibt alles erhalten? Es bleibt alles original, das heißt, es wird weiterverwendet das ABS, es wird weiterverwendet der Kart, Lambda-Sonden, die gesamte Steuerung für Sitzheizung, Griffheizung, Originalinstrumente haben wir weiterverwendet. Das heißt, der Original-Korbebaum ist modifiziert drin. Also das heißt, du kannst das auch so homologieren, wie ja, das hier steht? Genau. Das heißt, wir sind jetzt dabei, ein Festigkeitsgutachten für die Zubehörteile zu machen. Und das ermöglicht uns dann auf... Es bleibt eine Indie. Okay. Es bleibt nach wie vor eine Indie, Entschuldigung, das ist das Ziel. Na, weil du den Hauptrahmen erhalten hast. Genau. Das heißt, der Steuerpunkt bleibt nach wie vor erhalten. Die Fahrgestellnummer bleibt erhalten. Es wird keine Namensherstellungsänderung eintreten oder sonst irgendwas. Sondern basierend auf den Originalgutachten wird dann quasi, dann kann sich jeder so ein Moped oder ein anderes jeden Shopper oder was auch immer bauen. Sehr gut. Also ich finde es sehr gut, dass es getan wird im Markt und vor allem, dass man auch einen Zubehörrahmen hat für Indien, weil da gibt es nahezu nichts. Und wie gesagt, wenn es wirklich homologiert wird, dann finde ich es noch viel besser. Also ich kann das nur bestätigen, dass es weiterhin und dass es mehr solche Umbauteile geben sollte, weil man wird in Zukunft ja aufgrund von Unfallfahrzeugen auch Motoren haben und die sollten ja wieder eine Verwendung finden und das Customizing in anderen Bereichen stirbt ja nahezu aus und da kann man sagen, vielleicht kann man da einen neuen Markt wieder entwickeln und man bringt wieder was vorwärts auf den Messen und auch auf der Straße. Wie schon erwähnt, wird Customizing zwar weniger, dennoch gibt es viele kleine Schrauberwerkstätten, die in unzähligen Stunden und mit handwerklichem Geschick schöne Motorräder bauen. Und das ohne CNC-Maschinenpark. Die besonders schönen Bikes werden von den Fotografen des Huber Verlags gleich vor Ort fotografiert, meistens mit Model. Profi-Model Candy D wird hier gerne gebucht. Ich bin die Candy aus Berlin und ich strippe, Model und ja. Macht die Männer glücklich. Die Männer glücklich macht auch Pole-Tänzerin Jenny mit ästhetischer Akrobatik an der Stange. Ich bin Jennifer Martin, ich komme aus Braunschweig, bin 29 Jahre alt und hauptberuflich mache ich Pole-Dance. Und ich habe mein eigenes Pole-Dance-Studio in Braunschweig und nebenbei studiere ich noch Psychologie. Und heute bin ich hier, um meine Kunst dem Publikum zu zeigen.
Chicken ist inzwischen bei Steilwandfahrer Chagat angekommen. Für den Teufelsfahrer aus Sri Lanka hat er ein Bike gebaut. Wie kommst du jetzt in der Steilwand zurecht mit dem Motorrad? Ja, eigentlich jetzt haben wir die Tiefe festgemacht. Ja, Rajan ist noch ein bisschen zu lang bei dem Motorrad, es müsste noch ein bisschen kürzer sein. Und Chagat haben wir nicht gewusst, wir haben ein anderes Sattel drauf gehabt, ein tieferes. Er muss mehr in Mitte im Motorrad sitzen, dass er nicht zurückrutscht. Ja, Chaka, wie lange fährst du schon? 23 Jahre. 23 Jahre fährst du schon? Wahnsinn. Und schon viel passiert oder ja. Unfälle gehabt schon viel? Ja, einmal war richtig bei Hamburger Dom. Ja? Oh ja, das sieht man ja noch. Ne? Ich wünsche dir viel Spaß und pass auf dich auf, dass dir nichts passiert. Ne? Wir sehen uns. Das Wichtigste, ne? Kein Unfall bauen. Ich hoffe. Gut. Ciao. Ciao. Chagat gehört zu den besten Steilwandfahrern der Welt. Er und seine Mitstreiter nutzen die Fliehkraft für atemberaubende Motorradakrobatik, die jedes Mal wieder einen in seinen Bann zieht und das Publikum begeistert. Auf der Custom Bike Messe gibt es alles, was das Bikerherz begehrt. Von Kunst über Helme mit Zubehör und vor allem viele extravagante Klamotten aus Leder. Oder coole Shirts und Jacken, wie zum Beispiel von Gorilla Biker. Wir haben natürlich wieder jede Menge Shirts dabei, haben wir da alles vollgepflastert mit altbekannten Sachen, aber auch neue Sachen sind da dabei. Neue Shirts sind da bis 6XL, neue Farben, neue Designs, ein neues Gorilla-Biker-Motiv ist dabei. Ja, dann natürlich wieder Kapuzenjacken, Workerjacken, neue Bomberjacken mit Stick, diesmal wieder größer, mächtiger denn je. Und ja, wir versuchen natürlich wieder jeden irgendwie bestmöglich einzupacken mit der gewohnten Qualität und mit dem Design, was schon ganz besonders ist. Und mit dem Gorilla ist natürlich immer mehr so im Trend. Ebenfalls im Trend liegt auch Auspuffhersteller Jekyll & Hyde. Mit verstellbaren Endtöpfen und Soundmanagement ist die Firma Marktführer. Ja, wir haben momentan neue Produkte, wie zum Beispiel die FDR und unsere neue Demon-Anlage. Da geht der Matze gleich mal ins Detail. Und neue Sachen haben wir mittlerweile im Merchandise, Online-Shop. Da könnt ihr jederzeit geile Jekyll-Hyde-Klamotten und eure Brand mit uns identifizieren. Ja, und ansonsten übergebe ich mal an Matze und er zeigt euch dann mal unsere neue FDR und die neue Demon für die FXR. Hier sind wir bei unserem neuesten Produkt, was wir gemacht haben. Das ist für die Indian FTR, unser Arcad, wie wir ihn nennen. Den gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Einmal in dieser Upper-Variante, wie wir es hier sehen, im Scramble-Optik, in Titan gebürstet, mit Carbon-Hitzeschildern. Sind mehrere Endkappen, sind wählbar. Draußen an unserem Stand haben wir dasselbe nochmal in der Lower-Variante auf einer FTR. So hat man verschiedene Designs, wo jeder sich sein passendes raussuchen kann und das nimmt, was einem gefällt. Da sind wir nochmal bei unserer FXDR mit unserem neuen Demon-Auspuff. Den hatten wir schon in Fark dabei. Wir sind jetzt soweit ready, dass wir Anfang des Jahres im Februar das Ausliefern anfangen. Hier ist ebenfalls alles Carbon, Leichtbau, mal ein komplett anderes Design vom Sound her. Ich würde gern starten, leider ist es uns untersagt hier drin, die Maschinen zu starten, aber wenn es jemand interessiert, es wird dann ab Anfang des Jahres wird bei den Händlern verfügbar sein, dann kann man sich da auch mal direkt anhören. Also wir sind soweit ready, was Euro 5 angeht. Hier ändert sich ja nur das Abgas, am Geräusch wird sich nichts ändern, es wird genauso, die Messmethoden bleiben gleich, also sind wir da ganz zuversichtlich und es wird dann alles so weiterlaufen wie bisher. Am zweiten Messetag drängeln sich früh schon die Motorradfans durch die Hallen. Beim Biker Build-Off erkennt man schon die Stilrichtung der beiden Bikes. Du, das sieht schon richtig gut aus. Samstagmorgen, wenn ich mir das Bike von Maxence angucke, die Gabel ist schon drin. Der Motor, der von 26 bis 28 gebaut worden ist, ist auch schon drin. Was mich ein bisschen geschockt hat, die nehmen nicht einen Vergaser und machen sich das einfach. Die nehmen zwei Vergaser. Das heißt, die machen sich die Arbeit wieder wahnsinnig schwer. Und wenn ich mir dann die Arbeit angucke, wie der Rahmen gebaut wird und vor allen Dingen auch, wie die Gabel angefertigt worden ist, ist das der absolute Wahnsinn.
Und wenn ich zur anderen Seite schaue, zu dem Team von SSC, da ist jetzt der Honda-Motor drin. Die sind im Moment mit der Geschichte beschäftigt, die eigentlich am ekligsten ist, nämlich die Verkabelung. Aber wir haben ja keine Turbos, wir haben keine Kompressoren und keine Steuergeräte. Die verkabeln jetzt den Motor, dann natürlich Licht und Blinker, muss ja sein. Die sind also auch schon relativ weit. Und ich denke, morgen um 13 Uhr werden die Bikes hoffentlich starten. Maxence hat noch eine Gravurspezialistin dabei, die vor Ort ihre Kunst dem Publikum zeigt. Ich mache für Maxence die kleine Metallarbeiten, sprich den Tank, das ist über ein Öltank und es wird ein bisschen angraviert, damit das Ganze so ein bisschen noch schicker ausschaut. Mehr mache ich nicht. Die Arbeit ist gar nicht so sehr aufwendig. Das geht, das ist geschwärzte Kupferbeschichtung und ich mache nichts anderes als die schwarze wieder runterkratzen. Mit ganz feinen Linien lässt sich das wunderbar arbeiten. Auf der Custom Bike Show entdeckt man auch immer wieder sehr innovative Produkte wie diesen Motorrad-Sportkaravan, der kein Wohnwagen ist. Ja, wir haben unseren Sportkaravan dabei. Wir haben zwei Modelle davon, Cube 4, Cube 5. Das ist unser großes Modell, der Cube 5. Du kannst hier natürlich Motorräder einladen. Wir haben eine Zuladung zwischen 800 und 1300 Kilo. Ladefläche bis 2,85 Meter lang, ist komplett luft- und wasserdicht abgeschlossen zum Wohnraum. Also wir haben vorne im Wohnraum überhaupt keine Benzindämpfer etc. Wir haben hier Auffahrrampe, die werden hier fixiert. Ja, als Mehrpreis kriegt man eine zweite Auffahrrampe. Der Hänger senkt sich hinten ab. Ja. Heißt, wir haben diese Kante, wird dann etwas entschärft. Ja. Heißt, gerade bei tiefer gelegten Mopeds sitzt er halt nicht auf. Ja. Ansonsten, wie gesagt, die Garage ist komplett luft- und wasserdicht abgeschlossen. Wir können mit dem Hochdruckreiniger hinten reingehen. Auch der Wohnraum ist echt cool. Also wir haben hier ein Bett zum Beispiel, ausziehbar, 1,85 Meter breit, 2,15 Meter tief, also auch für die längere Fraktion. Ja. Hier unten eine Sitzgruppe für bis zu 4 Personen, auch das können wir umbauen zum Bett, 1,10 Meter auf 1,85 Meter. Wir haben hier ein autarkes Stromnetz drunter, 12 Volt. Hier haben wir einen 125 Liter Frischwassertank drunter, also wir sind richtig gut ausgestattet. Möbelbau natürlich auch alles vernünftig, hat nichts mit dem klassischen Caravan-Bau zu tun. Deswegen, unser Slogan ist ja, it's not a Wohnwagen. Weil es auch wirklich kein Wohnwagen ist, das müsst ihr euch vorstellen, der wird angemeldet als Transportanhänger, ja, was natürlich interessant ist für Gewerbetreibende, wie ein Pickup zum Beispiel. Pickup läuft als LKW, nicht als PKW und so könnt ihr euch das vorstellen mit dem Teil. Ja. Hat eigentlich nur Vorteile und wir bauen komplett in Deutschland. Und das zieht man dann quasi vor? Das ziehen wir hier so vor. Ja. Die Matratze kommt nach hinten rein. Dann habe ich jetzt 1,85 Meter auf 2,15 Meter. Füße liegen unterm Schrank. Rechts und links habe ich meine Fenster und die Dachluke. Ja. Und genauso schnell geht es wieder zurück. Hier haben wir unser kleiner Küchenblock. Alles vorhanden. Kaltwasser, Warmwasser, Sarankochfeld. Wie ihr seht, alles Edelstahl, die ganzen Anbauteile. Hier haben wir einen Kompressorkühlschrank mit Gefrierfach, 85 Liter groß. Ja. Da unten ist ein Warmwasserboiler. Ja. Dementsprechend alles vernünftige Hängeschränke, normale Schränke, alles Möbelbeschläge, keine Caravanbeschläge mit Selbsteinzug und, und. Echt cool und perfekt für die Motorradreise. Auf der Bühne des Biker Build-Offs scheint alles gut zu laufen. Und Steve, wie läuft es denn so? Ja, sind zufrieden. Ich denke, wir sind im Zeitplan. Wobei, nach hinten wissen wir nicht, wie viel das noch offen ist. Kann ja noch was schief gehen. Chicken hat unterdessen NASA, den Veranstalter der Custom Bike Show Emirates, getroffen, wo Harley Würzburg das BBO bestreiten wird. So, hier haben wir schon mal einige der Leute, die auf der Custom Show Emirates nächstes Jahr dabei sein werden. Zum einen natürlich hier den Organisator NASA Taki. Der macht die Show jetzt seit ganz, ganz vielen Jahren.
Daneben Chicken, einer der, ich sag mal, bekanntesten Custom Bike Builder in Deutschland, der das Biker Build Off im Jahr 2020 da macht. Und Mickey Fischer von Bike the Best, die hat ein ganz spezielles Angebot erstellt, dass man wirklich für unter 1000 Euro zur Custom Show Emirates fliegen kann und nicht nur dahin fliegen kann, sondern auch noch Eintritt bekommt und das Hotel. Vicky, erzähl mal ein bisschen was zu dem Angebot, was du für uns alle kreiert hast. Also ich habe jetzt so ein Basisangebot gemacht, dass man quasi eine Woche unterwegs ist, Flug von Frankfurt oder Hamburg nach Dubai mit Anschluss nach Abu Dhabi, 5-Nächte-Hotel, Eintritt zur Custom Show und ich finde, das ist schon mal mit Sicherheit ein ganz tolles Erlebnis und wer immer verlängern will oder früher anreisen will, wir sind ganz individuell für alle da und freuen uns, diese wunderbare Show hier begleiten zu dürfen. Wäre natürlich auch schön, wenn wir einige Mitreisende hätten, mit Fans und Mitreisende gesucht, ganz wichtig. Ja. Na, das wäre schön, wenn viele mit rüberfliegen würden und wir haben bestimmt eine tolle Show da drüben. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Es ist ja nicht nur Auto und Motorrad Indoor, es sind Stunt-Shows, es sind Drift-Shows und man kann natürlich auch noch super geil Urlaub machen. Im April, wenn das Wetter hier noch echt scheiße ist, haben wir da 28 Grad und Sonnenschein. Ich kann nur wirklich jedem sagen, es ist eine mega geile Location, es ist cooles Wetter und die Frage, die immer wieder gestellt wird, ja, es gibt Bier in den Hotels. Nach dem kurzen Smalltalk zur Custom-Show in Abu Dhabi ist Chicken mit Kumpel Dietmar unterwegs zur Wahl der Miss Custom Bike, ebenfalls ein Besuchermagnet auf der Messe. Fünf Ladies stellen sich dieses Jahr dem Publikum, das via Applauspegel die Siegerin wählt. Mädels, wie ist die Waage so? Alles gut. Ach, das ist spannend. Ja, das ist spannend. Geht so. Und die wird auch die gleiche Antwort geben. Einmal mit Applaus mit Aura. Ganz schwierig zu sagen. Ganz schwierig. Hübsche Mädels, alles gut. Allerdings sehr jung. Einige sind zu jung. Sehr hübsch. Marbeck. Am Ende gewinnt knapp Laura. Für sie gibt es neben Ruhm und Ehre einen 500-Euro-Scheck und ein Fotoshooting für ein Magazin des Huber-Verlages. Die frisch gebackene Miss Custom Bike ist auch nach dem Geschmack von Chicken und Dietmar. Ja, also, ne, oder? Was sagst du? Nee, ich meine, einer meint. Hat die richtige gewonnen, ne? Die richtige hat gewonnen. Die richtige hat gewonnen. Fotofoto. Sieht gut aus, gut tätowiert. Ja, also ganz hübsch. Ja. Im Anschluss schaut der Würzburger Harley-Händler einmal beim Biker-Bild auch vorbei, wo die beiden Motorräder schon richtig Form annehmen. Wahnsinnig schöne Maschinen, beide ganz andere Stilrichtungen. Einmal ein Honda-Motor und einmal ein alter Harley-Motor. Ich finde es gigantisch, was die da beide machen. Also wirklich, ich wüsste jetzt ganz schwierig zu entscheiden, wer der bessere ist. Also, zwei komplett verschiedene Stilrichtungen, aber beide wunderschön. Es ist Samstagnachmittag und Markus ist gerade beim Verkabeln. Alles scheint zu laufen. Wie ist denn gerade so die Lage? Ja, gut. Ganz gut soweit. Ist gerade die Elektrik am Fertigmachen. Und ja, nicht so ein paar kleine Sachen, aber sieht nicht schlecht aus im Moment. Auch bei SSC läuft alles wie geschmiert. Lenkerspezialist Peter vom V-Team bringt noch benötigte Teile. Wow, Steve, bitte. Wow. Super. Okay. Ja, stellen wir da hin. Super. Wie die Ringmangel. Wow. Ah, ganz drollige Geschichte, der Steve hat mich mal angesprochen. Gib mir mal dein Bild. Wegen dem Weichgeld auf, ob ich ihm die Krümmer bauen kann. Und war ich natürlich sofort begeistert und hat das natürlich angenommen.
ganz lustig anbehalten, einen Zylinderkopf da gelassen. Nach seinen Angaben habe ich dann die Trümmer gefertigt und sah erst so aus, als wenn sie passen, passten aber nicht sofort. Mussten noch einmal geändert werden und jetzt hoffe ich, dass es alles passt. Und es passt alles. So geht leider schon Tag 2 der Messe mit coolen Blues-Rhythmen von Rocco Recycle zu Ende. Der Sonntag startet ebenfalls mit großem Andrang in den Messehallen. Am Ende dieses Wochenendes werden über 30.000 Besucher auf der Custom Bike Show gewesen sein. Die beiden Motorräder des Biker Build-Offs sind nahezu fertig und warten darauf, zum Leben erweckt zu werden. Nein, mega, wir sind jetzt bei Tag 3 des Biker Build-Off. Wir haben jetzt kurz vor Mittag, in gut einer Stunde müssen beide Bikes laufen. Und ich habe den ganzen Morgen schon drüber nachgedacht, wenn ich das entscheiden müsste, keine Chance. Auf der einen Seite haben wir wirklich ein mega geiles Motorrad mit einem Honda-Motor aus den 80er Jahren. Der Rahmen komplett selber gemacht, wirklich, das Ding ist richtig Kult. Auf der anderen Seite haben wir einen Eigenbaurahmen von Maxxance mit einem Motor von 1926 mit einem Harley-Davidson Rennmotor. Ein völlig unterschiedlicher Stil. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde, es sind beide Oldschool-Bikes oder auch richtig alte Bikes, wie man es aber auch immer sehen will. Aber es geht schon in eine Richtung irgendwo und trotzdem sind sie so unterschiedlich. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie das Publikum hier auf der Custom Bike entscheiden wird, weil entweder die Fraktion für die Vierzylindermotoren oder für die alten Zweizylindermotoren, es haben beide eine mega Arbeit geleistet und ich muss sagen, ohne die Biker-Bilder aus den letzten Jahren abwerten zu wollen, aber so eine Qualität mit so abgefahrenem Zeug hatten wir hier lange nicht. Nun ist das Publikum gefragt. Die nächsten 3 Stunden darf noch abgestimmt werden und die Wahl ist schwer, denn beide Bikes verdienen hier einen Sieg. Noch einmal kurz durch die Halle schlendern und dann ist es soweit. Beide Bikes sind startklar. 2 einzigartige Chopper sind an 3 Messetagen entstanden. Jedes für sich hat seinen persönlichen Stil des jeweiligen Teams und beide sind perfekt. Beide Teams sind bereit, ihre Bikes zu starten. Da liegt Nervosität in der Luft, aber SSC und Maxxance sind zuversichtlich. Ja, ich denke schon. Hat ja bisher geklappt. Sehr gut geklappt mit dem Team. Das war's. Lampenfieber natürlich, logisch. Weil man macht das ja nicht alle drauf. Ja, aber jetzt ist die Nervosität hoch. Bis jetzt war alles entspannt, aber so die letzte Stunde, als wir jetzt nichts mehr zu tun hatten und darauf warten, dass wir starten, sind wir echt nervös. Ja, es gibt halt so ein paar Sachen, die jetzt da prototypenmäßig sind bei dem Motor auch, wo wir nicht so... Also, man hat schon so gebaut, dass es eigentlich laufen soll, aber es sind halt Unsicherheiten, wo man nicht 100% sicher ist, ob es dann genauso funktioniert, wie man will. Und die Vergaserei mit den 2 Vergasern, da müssen wir sicher noch ein bisschen schrauben, wenn er mal läuft. Das, ja. Schade, dass wir das hinbekommen, dass wir dann auf die Bühne fahren können. Genau. Ja. Es bleibt spannend. Die Münze entscheidet, wer als Erster starten darf. Der Adler. Mist, da ist der Adler. Das heißt, wir dürfen gleich als erstes starten. In Euro behalte ich nicht. Ja, kannst du auch. Wollen wir den Motorräder starten hören? Viel Spaß dabei. Beide Motorräder sind echte Oldschool-Bikes und das heißt ankicken. Im dritten Kick springt das alte Aggregat an und Sandra freut sich wie ein kleines Kind. Noch ein paar Drehungen an den Luftschrauben und der Rennmotor läuft fast rund. Das sind die Benzine hier, die geht hier offen laufen.
Nun warten alle darauf, wie der alte 750er Honda-Motor klingt. So. Gucken, ob Benzin ankommt. Fünf Punkte da ist. Das Diesel ist ja hier die Spielkunde vor mir von dir. Wir müssen warten, bis ihr alle hier seid, weil das ist der spannendste und geilste Auftritt überhaupt ist. Auch er springt nach ein paar Kicks von Steve ohne Probleme an. Und der Klang versetzt viele in die guten alten 70er Jahre, als noch keine Helmpflicht herrschte und die Auspufflautstärke nicht vom Staat gejagt wurde. Steve ist happy und seine Kontrahenten aus der Schweiz teilen mit ihm die Freude. Alle sind begeistert und auch Chicken zollt Respekt. Gigantisch, beide Motorräder, super angesprungen, also ich bin total begeistert. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn mich den Preis geben würde, eine schöner wie die andere. Also wirklich ein tolles Event, was sie daraus gemacht haben. Also super geil. Du sagst jetzt ein Brötchen. Das ist ganz schwierig, ich mache lieber keins, weil die haben beide, eigentlich müssten wir beide dasselbe geben. Ne? Also es ist schwierig zu entscheiden. Wunderbare Arbeit bei beiden Teams. Während in der nächsten Stunde die letzten Stimmkärtchen ausgefüllt werden, gibt es auf der Hauptbühne die Preise und Titel der Internationalen Custom Bike Championship. Aus der Bike Show hat eine Fachjury in 18 Kategorien die besten ausgewählt. Bevor es beim BBO zur großen Entscheidung kommt, unterhält Jennifer noch ein letztes Mal die Besucher mit ihrer Pole Dance Show. In den letzten Jahren mussten die Bikes durch die Halle auf die Bühne gefahren werden. Das darf man jetzt leider nicht mehr. In diesem Jahr müssen die Teams nur noch direkt auf die Bühne fahren. Die Spannung steigt erneut. Frank Sander übergibt die Verkündung des Siegers an Katharina vom Huber Verlag. Ein Sieger und das sagst du jetzt, wer das ist. Die meisten Stimmen, Biker Bild auf, European Biker Bild auf 2019, gingen an das Bike von Max Hens aus der Schweiz. Leider kann nur einer gewinnen, obwohl beide Teams den Sieg verdient hätten. Das Ergebnis war knapp. Trotz alledem freuen sich alle und feiern den Sieg von Sandra und Markus gemeinsam. Das war's auch schon wieder von der größten Custom-Bike-Messe Europas. 3 Tage vergingen wie im Flug und nächstes Jahr treffen wir uns wieder hier zur 16. Custom-Bike-Show in Bad Salzuflen.